Hallo zusammen, hier eine Aufgabe zum Thema Äquivalenzziffernkalkulation. Hier die Aufgabe und hier die Aufgabe mit dem Lösungsschema. Das Lösungsschema ist eine Tabelle. Wir haben in der Spalte die Sorte, die Menge in Stück, das Gewicht, die Äquivalenzziffer und so weiter. Diese sollen wir ausfüllen. Deshalb könnt ihr jetzt das Video anhalten und die Tabelle ausfüllen. Machen wir es nun gemeinsam. Was haben wir gegeben? Die Stückzahlen sind gegeben. Wir übernehmen für Sorte A 12.000, für B 8.000, für C 14.000 aus der Aufgabenstellung. Weiterhin haben wir in der Aufgabenstellung 42.000 Stück für alle vier Sorten. Das heißt, insgesamt ergibt es 42.000. 12.000 plus 8.000 sind 20.000, plus 14.000 sind 34.000. Fehlen zu 42.000 noch 8.000. Die können wir bei Sorte D reinschreiben. Das nächste, das Gewicht, ist auch in der Aufgabenstellung bereits für drei Sorten gegeben, nämlich 2,5 für A, 6,25 für B und 7,5 für C. D, zweimal so viel wie Sorte A. Sorte A wiegt 2,5. 2 mal 2,5 sind 5. Jetzt sollen wir das Ganze mit der Äquivalenzziffernkalkulation durchrechnen. Also vergeben wir Äquivalenzziffer. Vergeben wir für 2,5 die Äquivalenzziffer 1, so können wir gleich sagen, Sorte D ist doppelt so schwer. Also 5 ist die 2. 6,25 und 7,5 müssen wir auch ins Verhältnis zu 2,5 setzen. Das heißt, 7,5 geteilt durch 2,5 ergibt 3 und 6,25 geteilt durch 2,5 ergibt 2,5. Somit erhalten wir unsere Äquivalenzziffern. Jetzt nehmen wir die Äquivalenzziffer mal der Menge in Stück. Das heißt, einmal 12.000, 2,5 mal 8.000, 3 mal 14.000, 2 mal 8.000. Damit bekommen wir diese Rechnungseinheiten. Diese Recheneinheiten ergeben zusammen 90.000. Das heißt, wir nehmen die Gesamtkosten, teilen sie durch 90.000, dann erhalten wir 6 Euro für ein Stück. Nachdem wir hier die Äquivalenzziffer 1 haben, können wir diese 6 Euro für die Sorte A direkt übertragen und die 6 in die Tabelle schreiben als Stückkosten in Euro für A. D ist das Zweifache davon, sind 12. C das Dreifache 18 und B das Zweieinhalbfache 15 Euro pro Stück. Dann können wir mit 6 mal 12.000 die 72.000 berechnen. Mit 15 mal 8.000 die 120.000. Und wenn wir diese Gesamtkosten wieder alle zusammenrechnen, müssen wir wieder auf die 540.000 Euro Gesamtkosten kommen. Und damit haben wir auch eine Sicherheit, dass wir richtig gerechnet haben.